Also für mich war das auch Gänsehaut pur. Also ich saß da und konnte es gar nicht glauben, was ich sehe. Ich habe mit ein bisschen was anderes auch noch gerechnet. Und dass man wirklich so eine Aufmerksamkeit von der Stadt oder von anderen Vereinen noch bekommt, das war mal total beeindruckend zu sehen, dass es bei anderen noch ankommt. Verdammt nochmal, ganz Oldenburg steht hinter uns. Ganz Norddeutschland steht hinter uns und draußen der tausende Fans, die hinter uns stehen. Ja? Nach diesem Wochenende verspreche ich euch, wird keiner mehr sagen, sie wissen nicht, warum wir da oben stehen, warum wir hier stehen, sondern wir leben jetzt unseren Traum. Die Zimmerkonstellationen waren von Andi im Prinzip vorgegeben, aber da wir diese Saison ja auch häufiger mal übernachten durften, weil wir ja europäisch unterwegs waren, haben sich die Zimmerkonstellationen dann so einfach irgendwie fortgesetzt, wie wir sie auch im letzten Jahr größtenteils auch schon beim Final Four hatten. Und dementsprechend waren wir dann wieder so zusammen, wie wir es kannten. Ja, Jan und ich verstehen uns privat auch sehr, sehr gut, also außerhalb vom Handball. Und dementsprechend haben wir es immer sehr nett auf dem Zimmer. Wir haben uns da noch ein bisschen häuslich eingerichtet, noch ein, zwei Poster aufgehängt. Und ja, es ist immer sehr entspannt und wir haben viel Spaß miteinander. Super gerne mit Lana auf meinem Zimmer. Wir verstehen uns einfach unglaublich gut. Es passt einfach, man muss nicht viel sagen und man versteht sich. Es gibt keine unangenehmen Momente. Lana ist tatsächlich eine Person, die immer viel Gespräch braucht und viel Aufmerksamkeit und viel, ich muss was um mich herum haben und ich bin da tatsächlich ganz anders. Ich bin auch gerne allein, aber wir kriegen es gut hin, da so eine Mischung draus zu machen und das funktioniert immer super und man weiß, wie der andere tickt, das ist top. Ich kann noch besser. Kurz warm laufen, dann spielen wir kurz Fußball und dann machen wir noch einen Ball. Gut, danke. Bei mir ist leider letztes Jahr im Oktober das BVB-Spiel passiert. Da habe ich mir das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Leider wurde dann operiert und befinde mich aktuell noch in der Reha-Phase und werde deswegen nicht aktiv teilnehmen können. Leider.
Mache ein bisschen was für mich selbst. Ich darf ein bisschen Kraft machen, ein paar Sprünge machen, ein bisschen was mit dem Ball, halt alles ohne Körperkontakt. Und ansonsten sehe ich meine Aufgabe darin, zu motivieren, die Bank hinter der Bank zu sein und ja, gute Laune zu verbreiten, offenes Ohr für alle zu haben, sowieso, das gehört ja sowieso dazu, aber anzufeuern, zu motivieren und einfach so Dinge, die neben dem Spielfeld so anstehen, einfach mit zu organisieren. An dem Wochenende selber bin ich mehr der Tourist bei der Mannschaft. Natürlich nimmt man ein paar organisatorische Dinge ab, dem Trainerteam, aber im Großen und Ganzen ist man einfach dabei bei der Mannschaft und versucht da das Bestmögliche vor Ort dann für die Mädels, für die Trainer zur Verfügung zu stellen. Die Suppe gefällt. Er möchte So, hallo, hier bin ich wieder. Ich habe gehört, ein paar verstecken sich drüben im Zimmer. Komm, wir gehen mal gucken, was sie so machen. Hallo. Oh, hier sind ja doch ganz schön viele. Aha, Janne Martens da unten. Ja, erzähl doch mal, was schaut ihr hier gerade? Wir gucken uns jetzt nochmal die Doku aus der letzten Saison an, vom letzten Final Four. Einfach weil es schöne Erinnerungen sind und dass uns das alle nochmal ein bisschen motiviert. Ja, das finde ich auch. Sehr schön. Hier sehen wir schon Pichel widersprechen. Pichel, was sagst du denn dazu? Ja, ich freue mich, dass wir es nochmal gucken, weil es, glaube ich, schon eine krasse Motivation ist und jetzt uns nochmal guten Mut für die nächsten Tage gibt und auch nochmal erinnert, was letztes Jahr so möglich war, wie schön das war und freuen wir uns. Schauen wir mal, was wird. Nee. Was ein schönes Zusammensitzen hier. Wo geht's denn hin? Geht's jetzt direkt in den Urlaub? Zum Glück kann ich noch reden. Wir müssen jetzt abliefern. Nein, gar nicht.
Videoszenen, ein paar von uns bzw. gegen uns vor 2 Wochen und dann noch aus dem Buchsenspiel raus. Habt ihr sicherlich schon ein paar Szenen gesehen. Gut, heute Abend, beziehungsweise heute, nein, doch, heute Abend machen wir noch ein bisschen dementsprechend unsere Abwehr und dann soll es auch gut vorbereitet sein. Gut. Ja, wir sind heute Morgen nochmal in den Kraftraum gegangen, einfach um nochmal vom Spiel ein bisschen anzuschwitzen. Die meisten gehen direkt vor dem Spiel, wir sind heute schon gegangen. Ja, einfach um den Gegner schon mit unserer kräftigen Statur einzuschüchtern. Haben wir ordentlich gepumpt und haben uns ein bisschen angeschwitzt. Hallo zusammen. Ich höre, es ist schon ganz schön laut da hinten im Physiozimmer. Wollen wir mal schauen, was die da so machen? Hallihallo! Moin! Das sieht ja cool aus. Ja, wir haben uns ein bisschen was ausgedacht. Ja, was habt ihr euch denn hier so ausgedacht, Louis? Also, Lana und ich hatten letzten Dienstag Teamabendvorbereitung. Also einmal im Monat müssen 2 von uns ein Teamabend vorbereiten. Und da haben wir uns gedacht, mit Blick aufs Final Four dieses Wochenende, dass wir ein bisschen was Schönes für die Kabine gestalten wollen. Und haben einfach ein paar Bilder von der Saison bisher ausgedruckt, die irgendwie besonders viele Emotionen zeigen oder einfach coole Spielfotos. Und daraus wollen wir jetzt was Schönes für die Kabine, was Motivierendes basteln. Und ja, könnt ihr ja mal selber gucken, was wir so gemacht haben. Das sah doch schon mal nach einer super Vorbereitung aus. Kreative Köpfe für die Motivation und die Physios, um uns wieder fit zu machen. Wir schauen jetzt noch mal, was so in den anderen Zimmern abgeht. Kommt mit. Heidi und Mikey steht hier dran. Wir klopfen mal an. Vielleicht ist da niemand drin. Hallihallo, wir sind's. Das ist die Schere. Ich dachte, ihr seid Louis und wollt eine Schere haben. Gesundheit. Nee, wir sind nicht Louis. Aber schön, dich zu sehen, Mikey. Magst du mir erzählen, was ihr hier jetzt so macht? Wir haben gerade Mittagspäuschen. Wir wollten uns gerade ein bisschen hinlegen und ein bisschen schlummern tatsächlich. Oh, dann wollen wir euch natürlich nicht länger stören.
Soll ich die Schere mitnehmen? Ja, gerne. Vielleicht triffst du ja noch unterwegs. Ja. Gute Nacht, ne? Danke. Tschüssi. Hallihallo, wir sind. Hallo. Dürfen wir mal reinkommen? Ja, es ist aufgeräumt, aber wir können reinkommen. Ah, so sieht also ein Sportlerzimmer aus. Was macht ihr denn so in eurer Mittagspause? Ich mache gerade noch ein bisschen Uni und gleich mache ich aber ein Schläfchen. Ah, fleißig, fleißig. Und du, Marie? Ich bin gerade erst wiedergekommen vom Mittagessen, würde mich aber gleich mal darum bemühen, dass wir eine Runde Spiele spielen und da ein paar Leute zusammenkriegen. Das wird wahrscheinlich nicht so schwierig sein. Nein. Ich gehe zurück ins Studio. Kurz 5 bis 10 Minuten Zeit, ja, wer noch irgendwelche Instagram-Bilder, sonst irgendwas machen wir von der Halle oder irgendwas fotografieren, dass wir dann durch sind und dann starten wir halt, wenn ihr durch seid, aber spätestens nach 10 Minuten, dass ihr da Bescheid wisst oder könnt dann anfangen, euch warm zu laufen, dann normales Training, Abschlusstraining, wisst ihr, wie es abläuft, Kicken, Ball, Abwehr und dann war es das für heute. Druck in Richtung Markierung, du, ja, spielst einen Schlagwurfpass hart rüber oder ein Pass zu Lena in dem Fall, also diagonal, musst du erkennen. So, genau, Rückfinger, dann rüber, kurz. Mit rüber, Rückfinger. Drauf, du wieder vor. Ja, Marie, Schritt, ja. Gut so. Ja, das Kribbeln im Bauch ist auf jeden Fall schon ein bisschen da. Es ist ein tolles Gefühl, man weiß, was morgen auf einen zukommt, also ja. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock, vor allem wenn man jetzt hier in der Arena steht, dann erinnert man sich an die Momente von letztem Jahr, an das Halbfinale, an das Gefühl, wie es ist, hier in der Halle zu gewinnen. Und deswegen ist die Vorfreude jetzt noch größer als vor 2 Stunden. Wir haben versucht, uns heute nochmal im Angriff als auch in der Abwehr ein gutes Gefühl zu holen und das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Jetzt sind wir startklar für morgen fürs Halbfinale.
an alle vier qualifizierten Mannschaften zum Haushalt Final Four 2023. Schön, dass alle Mannschaften hier heute zum Auftakt am Freitagabend der Einladung gefolgt sind. Schön, dass ihr alle da seid. Auch als Stadt Stuttgart, wir sind sehr, sehr froh, Sie alle heute Abend hier zu haben. Morgen und übermorgen sicherlich ganz, ganz spannende Spiele zu erleben. Sehen Sie an dieser Stelle wieder. Und Merle Carstensen zu erbitten. Hallo Lisa und hallo Merle. Letztes Jahr im Finale. Geht man da mit einem guten Gefühl zu so einem Standort wieder wie Stuttgart, auch wenn nicht mehr alle dabei waren? Letztes Jahr waren ja schon viele von uns dabei. Deswegen ist das für uns, glaube ich, ein kleiner Vorteil, dass wir so Abläufe schon kennen, schon mal in der Arena waren und so weiter. Die Vorfreude ist bei uns allen, glaube ich, sehr, sehr groß. Ich glaube, da kann ich aber auch für alle Teams sprechen, gehe ich jetzt mal von aus. Von daher, ja, kommen wir auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl wieder. Noch bin ich ganz cool. Mal gucken, wie das jetzt so morgen dann über den Tag wird. Aber ich denke schon, dass die Anspannung steigen wird. Aber wir haben ja alle einen ganz guten Fokus. Und vergessen nicht trotzdem Spaß zu haben. Und dann wird das gut, denke ich. Ja, gerne. Die sitzen nämlich direkt da oben. Ja, nee, das ist ganz gut. Du kannst es Merle geben und sie soll bitte einmal nachgucken, ob ich alle habe, weil ich bin mir nicht sicher. Mach ich. Aber ich schreibe mir nochmal. Ganz lieben Dank. Ja. Dann sehen wir uns morgen, ne? Dann bis morgen. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao. Natürlich der Kampf. Das letzte Bild. Guck mal, die anderen Trainer mit raus. Joni. Oh, wie süß. Das ist so süß. Komm, er lacht auf den Snickers. Also Marie und ich haben uns noch eine Kleinigkeit überlegt für die Mannschaft. Und zwar haben wir von jedem ein kleines Bild ausgedruckt und hinten noch eine Kleinigkeit drauf geschrieben. Zusätzlich dazu haben wir noch von Jürchen kleine Snickers bekommen mit süßen Nachrichten dazu. Und jetzt sind wir gerade dabei, das zu verteilen. Aber einige Türen sind noch auf, deswegen müssen wir leise sein. Ja, hier kommt's auch von Lena. Der steht auch in der Gruppe. Ja. Ja, alles gut. Süß, das Bild kenne ich gar nicht. No, wir sind so cute. Und hier hast du noch was gekriegt. Ich glaube, Merle hat bei uns in die Gruppe geschrieben,
Julchen hatte noch was für uns vorbereitet und Marie und Merle auch und wir sollen mal alle vor die Tür schauen. Das war einfach super süß. Wir sind total nah in der Mannschaft beisammen. Wir verstehen uns alle mega gut und das hat es auch wieder gespiegelt, was für einen Zusammenhalt wir einfach haben, wie viele Emotionen bei uns im Team drin stecken. Und das hat dann natürlich auch nochmal viel Gutes gegeben und ja, das hat wie schon dieses Video einfach nur noch Lust auf dieses Spiel oder auf das Wochenende gemacht und gezeigt, wieso man das überhaupt macht. Und ja, es waren super schöne Gefühle und man freut sich da immer drüber, wenn jemandem so ein kleines Geschenk macht. Oh, cool, Sticker. Oh. Das ist geil. Richtig geil. Schönen Abend noch. Teambesprechung, die es jetzt natürlich an anderen Spieltagen, an normalen Spieltagen, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt gegeben, sondern das machen wir dann alles im Training. Ist dann schon eine besondere Situation, wenn man dann auch nochmal ja, eine Teambesprechung am Spieltag hat. Wir hatten jetzt gerade die technische Besprechung, wo es darum geht, welche Trikots die mir an, wie der Ablauf ist, wer wann einläuft, wer wo startet, also Seitenwahl wurde gerade eben getätigt und alle Informationen zu möglicher Verlängerung. Wir haben ja dieses Jahr den Buzzer mit dabei, anstatt den Timeout-Karten und solche Sachen, da wurden jetzt besprochen, also einfach das ganze technische Prozedere rund um die Spiele. Ja, ich habe mir das Handout eben nochmal angeschaut und schreibe mir die Spielzüge und die Stellungen der Kreisspielerinnen auf, gehe nochmal die einzelnen Spielerinnen durch und ja, versuche mich so optimal aufs Spiel vorzubereiten und einen Fokus zu erreichen. So langsam ja, ist schon ein Kribbeln zu spüren und ja, die Aufregung kommt so langsam, aber sicher. Ist noch jemand davor? Ja, der wird eigentlich egal. Ist doch gut. Es ist richtig schön. Hi. Wir präsentieren Proudly. Es ist wunderschön warm. Die Box? Warte, wir halten es so. Wer hat die Box? Ich hab die Box. Ich? Ja. Du stehst so, ne? Es ist ein Video und kein Video. Wir haben jetzt einfach noch mal einen Spaziergang gemacht. Wir wollten noch mal an die frische Luft kommen, aus dem Hotel raus, da ist es echt recht warm drin und ein bisschen Kopf freikriegen, einfach ein bisschen quatschen, noch mal die Beine bewegen, lockern und noch mal ein bisschen einfach Spaß haben und noch nicht zu sehr im Spiel drin stecken und ans Halbfinale denken. Aufregung in mir, bin ein bisschen nervös, aber es ist eher noch so ein kleines Kribbeln, was so ein bisschen im Bauch ist und noch nicht mich ganz überkommen hat. Das kommt erst in der Arena. Schon ein bisschen. Also jetzt, wo wir uns fertig machen, steigt auf jeden Fall die Aufregung. Aber ich freue mich. Wie ist es für dich jetzt ein zweites Mal sogar jetzt schon hier zu sein?
Also man kennt halt schon den Ablauf, deswegen bin ich schon ein bisschen entspannter als letztes Mal, aber natürlich die Aufregung ist immer noch da, genauso wie letztes Mal. Auf geht's. Ja, so langsam. Wurde da was vorbereitet? Liebe VfL-Damen, hier ist Kenny Ogbe von EW Basis Oldenburg. Ich wünsche euch viel Erfolg dieses Wochenende beim Top 4. Die Stadt sehnt sich nach einem Pokalsieg. Ihr habt die Chance dieses Wochenende. Wir stehen hinter euch, wir unterstützen euch, wir werden euch anfeuern und lasst es krachen. Und dann ist das Ding ihres. Liebe Handballdamen, viel Erfolg bei den Final Four. Holt den Cup nach Oldenburg, macht die Stadt stolz. Wir drücken euch die Daumen. Viel Glück. Mädels, wir wünschen euch viel Erfolg am Wochenende. Ihr haut Bensheim weg und dann im Finale die Sensation gegen Bietigheim. Wir glauben an euch. Hallo VfL. Auf geht's, Mädels! Wir vom gesamten TVDH Oldenburg wünschen euch für das kommende Wochenende in Stuttgart alles Gute und viel Erfolg. Glaubt an euch, ihr schafft das und holt den Pott nach Oldenburg. Also für mich war das auch Gänsehaut pur. Also ich saß da und konnte erst gar nicht glauben, was ich sehe. Ich habe mit ein bisschen was anderes auch noch gerechnet. Und dass man wirklich so eine Aufmerksamkeit von der Stadt oder von anderen Vereinen noch bekommt, das war mal total beeindruckend zu sehen, dass es bei anderen noch ankommt, dass es gewertschätzt wird. Und das hat mir ein super gutes Gefühl fürs Spiel gegeben, viel Selbstbewusstsein. Ja, was heißt, wo kam die Idee her? Ich habe mir überlegt, wir arbeiten im Moment sehr viel mit den Oldenburger Vereinen zusammen und das ist ein sehr schöner Austausch mit dem VfB, mit den Baskets, aber auch mit den anderen Teams. Und da habe ich mal zum Telefon gegriffen und einfach mal die Kollegen gefragt, wie wäre es, würdet ihr da mitmachen? Und alle super begeistert, sofort dabei. Und das, ich glaube, das zeigt auch, dass Oldenburg wirklich so ein bisschen in der Sport Szene zusammenhält, auch die Profivereine untereinander. Ja, so, Entschuldigung, ich muss ein paar Tränchen verdrücken, denn wir hatten gerade einen ganz, ganz, ganz tollen Film aus der Heimat, eine Botschaft aus der Heimat. Wir haben viele positive Rückmeldungen bzw. ganz viele Nachrichten, die uns viel Glück und Erfolg wünschen aus Oldenburg, die EWL Baskets, die VfB-Fußballer, die VfL-Fußballer, TVDH Oldenburg, Männer, Handball und auch ganz viele ehemalige Spielerinnen wie Kim Birke, Julia Renner und so. Die haben uns viel Erfolg gewünscht, auch unsere zweite Dame, damit ich sie nicht vergesse. Das hat uns nochmal richtig gepusht und jetzt geht's los in die Halle und wir freuen uns alle sehr. Thank you.
Auf geht's. Mama, auf geht's. Du Mädels, ich glaube, ich muss hier niemandem erzählen, dass wir heute uns komplett den Arsch aufreißen und Bensheim auch. Ihr habt gehört, verdammt nochmal, ganz Oldenburg steht hinter uns. Ganz Norddeutschland steht hinter uns und draußen der tausende Fans, die hinter uns stehen, ja? Nach diesem Wochenende verspreche ich euch, wird keiner mehr sagen, sie wissen nicht, warum wir da oben stehen, warum wir hier stehen, sondern wir leben jetzt unseren Traum. Wir gehen raus, ziehen morgen dieses verfickte Drecksfinale ein, belohnen uns für alles, was sie jeden Tag seit Wochen, Monaten geben und zeigen, dass wir die geilste Mannschaft Deutschlands sind. Rausgehen, Spaß haben, Liebe zeigen, auf geht's, Inne! Ich war einfach super angespannt, habe mich aber auch sehr gefreut und hatte einfach wirklich Bock, dieses Spiel zu gewinnen und auch dieses Spiel zu spielen vor so einer großen Arena, zu zeigen, was wir als Mannschaft können, und wollten uns natürlich auch für das belohnen, was wir schon die ganze Saison über geleistet haben. Ich finde eigentlich, dass wir uns direkt am Anfang schon ganz gute Chancen rausgearbeitet haben, uns dann aber nicht richtig belohnt haben. Dadurch war der Start in die Partie irgendwie so ein bisschen holprig. Und ich finde, dass wir gerade vor Anpfiff echt richtig viel Emotionen da hatten. Auch man gemerkt hat, die ganze Mannschaft will und wir wollen unbedingt in dieses Finale einziehen. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es im Spiel so ein ganz bisschen verloren gegangen ist. Also es jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber wir haben es halt nicht geschafft, diese Emotionalität, die wir eigentlich den ganzen Tag schon hatten, irgendwie auf die Platte zu kriegen. Thank you.
Als Mädels haben uns erstmal gegenseitig nochmal richtig gepusht. Pichel hat nochmal eine emotionale Ansprache in der Kabine gehalten, dass immer noch alles möglich ist. Wir haben auch alle in dem Moment, also ich kann natürlich wieder jetzt nur von mir sprechen, aber ich gehe davon aus, dass alle in dem Moment daran geglaubt haben, dass wir das Spiel noch drehen, und wir wussten, dass die erste Halbzeit nicht das war, was wir uns vorgestellt haben, oder beziehungsweise nicht das war, was wir uns vorgenommen haben. Aber irgendwie, ja, ist der Funke nicht zu 100% übergesprungen, dass wir dann nochmal in den Situationen, wo wir die Möglichkeit gehabt hätten, jetzt nochmal den Step wieder ranzumachen, ja, haben wir es dann irgendwie, ja, in dem Moment, an dem Tag leider nicht auf die Platte bekommen. Also ich war in erster Linie einfach echt, ja, enttäuscht von uns, weil wir einfach, ja, irgendwie unser Gesicht, was wir eigentlich die ganze Saison schon gezeigt haben, auch diese Leichtigkeit, diese Spielfreude und so, dass wir das irgendwie gerade an dem Tag leider nicht auf die Platte gebracht haben, war natürlich einfach mega schade. Ja, also ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, weil einem da irgendwie relativ viel durch den Kopf geht, aber gleichzeitig irgendwie auch ist man einfach nur traurig und enttäuscht über die Situation, ja. Ich muss einfach, glaube ich, fairerweise sagen, dass Bensheim vom Gefühl her es einfach mehr wollte. Absolut verdient dann auch in Summe das Spiel gewonnen hat. Wobei ich auch sage, wenn wir Normalform gehabt hätten in allen Bereichen, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen. Und
Das kann man nicht immer abrufen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, da kann man auch mal oder muss man auch mal ein paar schwächere Tage den Mädels gönnen und zugestehen. Ja, und in Summe, wie gesagt, ich glaube, Bensheim wollte es mehr. Ähnlich wie wir letztes Jahr gegen Buxtehude. Da hat man auch gemerkt, dass wir unbedingt wollten. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft dies Jahr nicht unbedingt wollte, aber Bensheim dann doch das kleine bisschen mehr. Und dann kam halt hinzu, dass wir im Wurf, im Abschluss nicht unseren besten Tag hatten. Ja, und dann wird es halt schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz hatten wir trotzdem die Möglichkeiten. Aber Bensheim hat es dann am Ende gut gemacht und verdient gewonnen. Natürlich ein ganz anderes Empfinden als letztes Jahr, das muss man auch ganz deutlich sagen. Ja, ein Spiel um Platz 3, man will natürlich immer gerne das Finale spielen und man muss auch dann in dem Moment irgendwie versuchen, eine neue Motivation zu finden, sich quasi mit der Situation dann erstmal auch ein bisschen abzufinden. Die Stimmung war so ein bisschen, ich konnte das noch nicht so ganz einordnen, ich kann es auch nach wie vor nicht so richtig einordnen, auch von mir selber nicht, es war irgendwie alle noch so ein bisschen geknickt, waren wir schon alle, das kann man nicht wegsprechen, glaube ich. Ich muss sagen, ich war am Morgen noch ziemlich schlecht drauf, also habe das versucht, nicht so nach außen zu tragen, sondern habe es viel mit mir selber innerlich ausgemacht, einfach um der Mannschaft auch nicht so ein schlechtes Gefühl zu vermitteln. Aber ich war schon noch sehr fertig am Sonntag, auch einfach emotional. Mich hat das tatsächlich sehr, sehr mitgenommen. Aber sobald wir dann im Bus saßen oder auch schon die Besprechung vorher, da kam dann die Euphorie wieder hoch und dieses, ja, okay, scheiß drauf, wir holen uns das jetzt noch. Und das klappt zum Glück bei mir immer ganz gut, dass ich, sobald ich dann nur noch Handball und das Spiel geht jetzt, dass es bei mir immer dann so einen Schalter gibt, der sich automatisch umlegt. Wir haben jetzt nochmal zwei kleine Bälle unterschrieben für zwei Minispielerinnen vom VfL, und zwar für Emil und Luisa. Wir hatten gerade Torhüterbesprechungen, das machen wir eigentlich vor jedem Spiel. Wir setzen uns immer mit unserem Trainer Jonas zusammen und besprechen so ein bisschen, was die gegnerischen Torhüter machen und ja, welche Wurfvarianten sinnvoll sind und was man vielleicht im Spiel besser vermeiden sollte. Vorher recherchieren wir natürlich ganz fleißig mit Video. Heute hatten wir jetzt nicht ganz so viel Zeit. Trotzdem ist das eigentlich wichtig, dass wir uns das vorher ein bisschen anschauen, um dann bestmöglich irgendwie ins Spiel zu gehen. Und ansonsten, ja, jetzt gleich wird noch gefrühstückt. Einige haben vorher schon gefrühstückt. Das war so ein bisschen, ja, individuell. Jeder so, wie er es braucht und wie er es mag. Dann wird die Tasche gepackt. Und dann geht es ja auch schon bald los zum letzten Spiel, das hoffentlich dann nochmal erfolgreich bestritten wird. Und dann haben wir hoffentlich noch eine ganz nette Heimfahrt mit einem Sieg. Thank you.
Mannschaften ausmacht, überragende Mannschaften macht es aus, nach Niederlagen auch wieder aufzustehen, ja? Nach Niederlagen mit breiter Brust nach draußen zu gehen und Deutschland zu zeigen, wofür wir stehen, was wir wollen, wo wir hingehören. Lass die scheiß Mädels da drüben jetzt schon jubeln. Gleich ab Sekunde 1 werden sie nichts mehr zu jubeln haben, sondern zu schreien, weil sie uns auf die Fresse kriegen. Also gemeinsam rausgehen, Platz 3 holen und danach feiern. Auf geht's, Ede! Aber dennoch waren wir irgendwie präsenter einfach von Anfang an, finde ich. Wir haben uns mehr gefreut, mehr gepusht. Die Leichtigkeit, die ich angesprochen habe, war irgendwie wieder mehr da.
uns vor allem gezeigt, was wir drauf haben. Ja, das haben wir richtig stark gemacht für das ganze Spiel. Metzing gar nicht so in ihr Spiel kommen lassen, gut nach hinten gehabt, zweite hat er noch mal einen draufgelegt, deswegen auch dritter Platz. Da brauchen wir hier auch keine Bronzemedaille basieren. Ich kaufe welche einfach. Marvin hat gesagt, er druckt uns welche aus. Ja. Kompliment, Leistung, ja, noch eine schöne Rückfahrt. Mir geht es natürlich überragend. Nach der schmerzhaften Niederlage gestern ist es noch geiler, jetzt den dritten Platz geholt zu haben. Die Mädels haben von der ersten bis zur letzten Sekunde lang gekämpft, alles gegeben. Die Halle, man hört ja jetzt auch, die Halle stand jede Sekunde hinter uns. Und ich glaube, das sind so die Punkte gewesen, die uns gestern vielleicht gefehlt haben, dieser hundertprozentige Wille, das Spiel auf jeden Fall zu gewinnen. Und das hatten wir heute, Tick mehr als Metzing, und deswegen absolut verdienter Sieger heute. Als ich das erste Mal in die Arena gekommen bin, hatte ich schon sehr Gänsehaut, Lena auch, obwohl sie schon ein bisschen älter ist. Aber die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ich fühle mich sehr wohl hier und das macht echt sehr viel Spaß. Gelitten. Ich glaube, bei euch hat die Stimme auch das ein oder andere mitbekommen. Erst einmal möchte ich noch mal ein ganz, 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 ganz großes Danke an euch aussprechen, was ihr heute da abgeliefert habt. Das ist nicht selbstverständlich. Man hat es gesehen, was die Metzinger Seite da gemacht hat, ohne dass man jetzt irgendwie jemanden schlecht reden möchte. Aber ihr habt das heute super gemacht. Ich glaube, das war auch heute mit der Funke der Mannschaft auch mit übergesprungen ist. Und dafür, finde ich, könnt ihr euch bitte selbst uns noch mal applaudieren. Vielen, vielen Dank. Muss ich sagen, ich hatte ein extrem schönes Wochenende. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch alle, dass ihr auch alle euch so gut, ja, dass ihr so mitgezogen habt und dass ihr auch, wenn mal was nicht so hundertprozentig funktioniert hat, das auch akzeptiert habt und ohne Murren aufgenommen habt. Ganz, ganz stark, ganz, ganz toll, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich denke mir, wir kommen jetzt jedes Jahr ins DFB-Pokal Final Four. Insofern können wir für nächstes Jahr vielleicht schon mal planen, was jetzt uns angeht. Was Handball angeht, machen die Mädels und machen Nils und Andi und Jens, Jens sag ich schon, Jonas. Die sollen sich darum kümmern, wir kümmern uns darum, die richtige Stimmung mitzubringen. Noch einmal vielen, vielen Dank, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, es ist ein schönes Wochenende gewesen. Und ich hoffe, bei euch war es auch so. Wenn irgendwas ist, was im Nachgang vielleicht für euch nochmal besprochen werden muss, wo ihr sagt, hey, da wäre vielleicht das nächste Mal, ist mir das aufgefallen. Ich bin für positive, geäußerte Kritik. Aber auch Verbesserungsvorschläge immer zu haben. Ihr könnt mir ganz einfach eine Mail schreiben oder ihr schreibt mir. Wir wollen am Ende alle besser werden. Schön, dass ihr da wart und ich wünsche euch eine schöne Heimfahrt. Ich werde heute mit dem anderen Bus zurückfahren. Danke, dass ihr dabei wart. Wir waren dieses Jahr in der Lage, dass wir zwei Fanbusse schicken konnten. Über 70 Anmeldungen. Und was natürlich auch ein super Zeichen ist. Die Fans untereinander lernen sich besser kennen, fühlen sich als verschworener Haufen in dem Sinne. Es gab viele Gespräche, wie mir zugetragen worden ist. Man hat die Leute ganz anders kennengelernt. Aber auch für uns als Verein, wenn man überlegt, es sind 10, 11 Stunden Fahrt gewesen am Freitag, wie viele Leute das auf sich nehmen, uns da zu unterstützen in Stuttgart, das ist nicht selbstverständlich. Und das wissen wir, das weiß die Mannschaft. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, auf diese Fanbase,
die es wirklich ist. Und zeigt ja auch in der Liga, bei jedem Auswärtsspiel ist irgendwer vom Fanclub da. Und diesen Rückhalt spüren wir. Und ich glaube, dass das auch ein Riesenfaktor war, warum man Sonntag nochmal so eine Leistung bringen konnte. Und man kann gar nicht hoch genug anrechnen, was sie auf sich nehmen, die Fans. Aber man muss auch sagen, dass die Mannschaft jedes Mal wieder extra Prozente ausschöpfen kann, weil wir diesen Rückhalt haben. Und dieses Zusammenspiel der Fans mit der Mannschaft auf dem Feld ist einfach auch nochmal angewachsen in den letzten Jahren in meinen Augen. Und ja, ist einfach schön anzusehen. Also das war schon Gänsehaut, muss ich sagen. Es war mal wieder ein mega Erlebnis, da spielen zu dürfen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, das erleben zu dürfen. Es ist ein absolutes Privileg, das in der Karriere erleben zu dürfen. Und der Sport gibt einem da wirklich unheimlich viel. Und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, dass alle Fans und alle Zuschauer, gerade von unserer Seite natürlich, enorm hinter uns stehen. Und am Sonntag haben sich die Bensheim-Fans dann ja auch noch uns angeschlossen im Endeffekt. Und das war dann absolutes Gänsehaut-Feeling, auf jeden Fall. Ja, also die Ankunft war überragend. Ich fand das ein sehr aufregendes Wochenende für alle Beteiligten. Und schöne Erkenntnisse gesammelt. Am Ende des Tages kann man sogar froh sein, dass die VfL-Damen den dritten Platz erreicht haben, weil sie jetzt einfach ihre Vitrine voll gemacht haben. Und von daher fand ich das ein gelungenes Wochenende für alle Beteiligten. Und ich freue mich schon fürs nächste Jahr und auch für die Reste der Saison und auch für einen guten Abschluss für Michael Schirmer, Nele Rehse und für alle weiteren, die kommen. Aus meiner Sicht super organisiert, viele Leute mitgefahren, gute Einstellung und heute natürlich ein toller Abschluss. Ja, ich muss sagen, also es war ein Auf und Ab der Gefühle. Ich bin tatsächlich positiv überrascht, auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Schade, dass es nur zum Bronzeplatz gereicht hat, aber unsere Jugend, an meiner Seite Jana, konnte, glaube ich, viel mitnehmen und hofft selbst auf den nächstes Mal in der Profikarriere zu machen. Deine Worte. Ja, also ich fand das Wochenende auch sehr schön, das war eine tolle Erfahrung, weil es war mein erstes Mal, genau. Wir haben uns auf jeden Fall heute deutlich verbessert und das freut mich auf jeden Fall, ja, genau. Es war eine tolle Erfahrung. An der Fanfahrt. Ich glaube, an der Fanfahrt ist das Geilste immer, dass man halt mit den Menschen an sich zusammenkommt. Ne? Dass man irgendwo in diesen Tagen zu irgendwas zusammenwächst, so eine gewisse Dynamik drin hat. Und das ist einfach schön, weil man kennt sich untereinander, man spricht miteinander, man wacht morgens irgendwie auf, ist beim Frühstück mit allen und man verbindet halt eine Sache zusammen und unterstützt sie und das ist, glaube ich, das Schönste an der Fanfahrt. Wir haben in diesen Regenbogenfarben-Trikots gespielt als Zeichen für Equal Play. Das bedeutet dann im Profisport Gleichberechtigung Mann und Frau. Da geht es gar nicht darum, dass die Gehälter gleich sein sollen, aber dass die Bedingungen einfach gleich möglich sein sollen, weil die Mädels wollen keine Millionäre werden. Aber wenn sie sich ausschließlich oder dann mehr auf den Sport konzentrieren können als jetzt, dann haben wir schon viel gewonnen. Und zweites großes Thema ist dann ein Inklusionsprojekt. Die Glücksliga in Deutschland, die gibt es schon, da wollen wir dran teilnehmen, da wollen wir ein bisschen Zugpferd werden und dann hier gehandicapten Kindern in Oldenburg die Chance geben, Handball zu spielen. Ja, allem in allem war es einfach eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach erstmal Donnerstag und Freitag eine riesen Vorfreude, also wir hatten mega Lust auf das Event.
Es ist einfach ein Highlight und für mich auch dieses Event einfach in einer anderen Rolle als letztes Jahr. Ich hatte einfach mega Lust, habe mich mega gefreut, auch mit den Mädels wieder 4 Tage beisammen sein. Ja, und dann Samstag der kleine Dämpfer, wo man wirklich am Boden zerstört war und sich gefragt hat, wie konnte das passieren und warum, wieso, weshalb, und man vieles hinterfragt hat. Und dann Sonntag wieder Glücksgefühle pur, also es war wirklich alles mit dabei. Und ich habe auch nach dem Spiel am Samstag gesagt, es ist wieder erstaunlich beim Sport, wie nah traurig und glücklich sein beieinander ist, und das wirklich auch in Extremen, in meinen Augen. Und das, ja, bringt viel mit sich, man lernt viel, aber allem war es trotzdem wieder eine geile Erfahrung und man will es nicht missen. Ich war unglaublich stolz oder bin auch immer noch unglaublich stolz auf die Mannschaft, dass wir uns nach der ja doch sehr niedergeschlagenen Leistung am Samstag dann so aufgerappelt haben und wirklich nochmal gezeigt haben, was in uns steckt und was uns als Mannschaft ausmacht. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass wir uns da direkt am nächsten Tag dann auch nochmal für belohnen konnten. Ich glaube einfach, dass wir überall nochmal viel mitnehmen können, sei es im sportlichen Bereich, sei es im organisatorischen Bereich. Auch da lernen wir natürlich viel für unsere Heimspiele. Das war ein mega Event in der Porsche Arena. Das kann man aber auch ein bisschen runterbrechen auf unsere EWE Arena. Und es ist immer wieder schön, sowas zu begleiten, aber auch sportlich hat man viele Eindrücke bekommen. Das Team nimmt, glaube ich, sehr viel mit aus so einem Erlebnis. Da wollen wir nächstes Jahr wieder hin. Das muss das Ziel sein. Und daran werden wir alles setzen und den Hattrick voll zu machen dann, was die Teilnahme angeht. Aber glaube ich auch, wovon wir sehr viel mitnehmen können, ist diese Schnelllebigkeit im Profisport. Am Samstag am Boden enttäuscht, am Sonntag Jubeltraube vor den Fans. Binnen 24 Stunden zwei komplett unterschiedliche Ereignisse. Es ist auch für eine Spielerin, glaube ich, ein Erlebnis, was man erstmal mitnehmen muss, was man verarbeiten muss. Und das können sie diese Woche. Und dann haben wir nach Ostern wieder Zeit, uns voll auf das Derby zu konzentrieren. Aber ich glaube, dass wir in sehr vielen Punkten von diesem Wochenende sehr viel mitnehmen können. Dass wir mental einfach noch mal ein Stück stärker geworden sind, dass wir jeden schlagen können. Ich meine, wir haben in Metzingen, glaube ich, sehr hoch verloren, und dass wir jetzt es geschafft haben, nach so einer Niederlage Metzingen zu schlagen, das finde ich einfach unglaublich stark von uns. Und ich glaube, da können wir sehr viel mitnehmen. Ja.